Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Herr der Ringe Online. Ja, wir haben zuletzt die Aufgabe von Cornelius Strohleben bekommen. Wir sollen zu dieser Stelle Bronwest-Torheit, wobei die im Spiel immer von Bronwest-Zierbau labern. Aber gut, da gehen wir doch jetzt einfach mal hin und verkloppen unterwegs auch schon mal den einen oder anderen Wolf. Und zudem müssen wir auch dahin, weil wir Attilas, also Königskraut sammeln sollen. Und ja, mal gucken. Ach, wir haben ja auch einen neuen Titel bekommen. Ah, es sind verschiedene Titel. Genau, so, da steht auch schon der erste Wolf. Dann greifen wir den noch mal an. Gib dir voll auf die Banutze. So. Das ist immer blöd, wenn man schon Attacken im Kopf hat, die der Charakter noch gar nicht kennt. Naja. Genau, so haben wir schon mal das erste Attilas. Ah, bleibst du hier? Ich will dich doch verkloppen. Ah, das war ja einfach. Genau, und so, jetzt haben wir ja schon zwei von vier Attilas. Attilas ist ja auch das, was Aragorn Frodo im ersten Herr der Ringe-Film beziehungsweise in den Büchern verabreicht, um die Wunde der Morgul-Klinge zu stillen. Genauso wie er das jetzt hier auch bei Amdi machen möchte. Ja, genau. Ey, wer jault denn hier so vor sich hin? Ach, da ist er. Na. Kann man denn auf die Entfernung daneben kommen? Mann, Mann, Mann. Genau. So. Und weiter geht's. Jetzt haben wir schon drei von vier. Die Wölfe haben wir jetzt mittlerweile fertig. Die müssten wir jetzt gar nicht mehr angreifen. Genau. Die greifen uns hier im Intro auch selbst nicht an. Das ganze Intro ist ja instanziert. Das werden wir nachher noch sehen. Wir kommen hier nämlich an dem Tor nicht vorbei. Falls ihr euch eigentlich fragt, wo Archit überhaupt liegt, das ist hier, also in der Nähe von Bree. Nicht sehr weit weg. Genau. Und Bree sollte ja den meisten bekannt sein, auch wenn sie nur die Filme kennen und nicht die Bücher. Das Spiel selbst basiert übrigens auf den Büchern, nicht auf den Filmen, wobei ich mir sehr sicher bin, dass da Turbine noch was Entsprechendes nachliefern wird, nachdem ja Warner Brothers jetzt auch die Filmrechte, beziehungsweise die haben ja schon immer die Filmrechte gehabt, aber jetzt haben sie auch die Spielrechte und da lässt sich bestimmt was machen. Also jetzt haben wir diese Fahne hier gefunden. Der Wolfsmeister nähert sich euch. Ihr müsst ihn besiegen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ihr werdet doch bereuen, dass ihr eure Nase, und da ist er auch schon tot, in Dinge steckt, die euch nichts angehen. Och, das haben ja schon ganz andere Leute gesagt. Eigentlich wollte ich da drüber springen. Na gut. So, dann laufen wir jetzt wieder zurück zu unseren Auftraggebern. Genau, und als erstes müssen wir zu Cornelius Strohleben, denn das ist Voraussetzung zur Abschließung der ersten Aufgabe. Ja. So. Im Endeffekt, ich finde das ganze Spiel eigentlich auch immer noch sehr schön. Also ich finde es sehr anschaulich dafür, dass es schon was 5 Jahre alt ist. Und genau, dafür finde ich es eigentlich auch noch sehr schön. Sie rüsten auch immer wieder nach, also man kann jetzt mittlerweile sogar Unmöglich. DirectX 11 Ein auswählen. Schwächling wie ihr hat den Wolfmeister besiegt? Ja, es hätte sie nicht gedacht, ne? Wie könnt ihr nur vor mir stehen? Ein Schwächling wie ihr hat den Wolfmeister besiegt? Pah, ich würde euch mit meinen eigenen Händen töten, wenn dieser nahe dick Schlankzügel nicht zusehen würde. Tja, es ist egal, ich habe keine Angst aufzufliegen. Farnbach wird euch niemals glauben. Er denkt, dass ich mit ihm, dass ich ihm mit, ne? Er denkt, dass ich ihm seit meiner Kindheit treu gedient habe, der alte Narr. Sagt Farnbach, was immer ihr wollt. Aber Archit wird fallen und ich werde mehr Gold erlangen, als dass ihr euch je vorstellen könnt. Und ihr werdet mit dem Rest sterben, wenn ihr euch nicht vor dem heutigen Abend aus dem Staub macht. Ach ja. Aber aus dem Staub machen geht doch nicht. Ich komme doch da unten nicht raus. Naja, gut. Dann müssen wir uns dem Kampf wohl stellen. Tja.
Na gut, genau, jetzt kommen wir hier wieder nach Arche. Da hinten qualmt schon wieder. Das Ganze haben sie ja im Zuge von Free-to-Play hier ein wenig umgestaltet und umgebaut. Genau. So. Zu wem müssen wir jetzt? Zu Aragorn. Streicher natürlich heißt er hier noch. Cornelius Drohlehm ist ein Verräter? Die Gefahr hat euch früher gefunden, als ich befürchtet hatte. So ist das meistens. Ihr seid viel früher auf Gefahren gestoßen, als ich vorausgesagt habe. Es klingt ganz so, als ob es Cornelius Drohlehm schon auf euch abgesehen hatte, bevor ihr angekommen wart. Wie konnte er euch von... Was? Wie konnte er von euch wissen, wenn er auf seinem Posten war? Und woher wusste dieser Schwarzwald, dass ihr kommen würdet? Ich danke euch dafür, dass ihr solch ein Risiko auf euch genommen habt, um mir das Königskraut zu bringen. Ich werde über dieses Rätsel nachdenken, während ihr die Salbe für Amdi herstellt. Genau, wir kriegen beides, das ist auch... Ich weiß nicht, welche Gefahr derzeit die größere ist. Cornelius Strohlehms Verrat oder die Ignoranz von Hauptmann Farnbach. Genau, wenn Cornelius Strohlehm sein bester Kämpfer ist, wird er nicht glauben, dass er versucht hat, euch in einen Hinterhalt der Schwarzwald zu treiben. Ich habe etwas herumgefragt, während ihr fort wart, und erfahren, dass ein Schwarzwaldräuber dort drüben auf der anderen Straßenseite am Pranger steht. Er wurde wegen Straßenräuberei verhaftet. Ihr solltet ihn über Cornelius Strohlehm ausfragen. Fragt Otto den Räuber über seine Verbindung zu den Schwarzwolds. Genau. So. Ups. Nein, ich wollte hier... die mir erstmal sichern, nicht dass sie gleich wieder verschwinden. So. Damit ich sie nicht aus Versehen verkaufe. Früher konnte man hier auch noch ins Gefängnis gehen, das geht heute nicht mehr. Und früher standen die beiden auch, nee, er stand schon immer hier, aber der Hugo Baumschneider stand dann drinne. Ey, ihr da, lasst mich gehen! Cornelius Strohlehm kann für mich bürgen! Genau, und außerdem bin ich unschuldig. Dieser dumme Gefängniswärter will einfach nicht hören. Otto wird ruhig, als sie ihm erzählt, dass ihr über Cornelius Strohlehms Verrat Bescheid wisst. Also denkt ihr, ihr würdet den Plan kennen? Spielt euch nicht so auf, es ist schon zu spät. Unten im Süden hat der Krieg bestimmt schon längst begonnen. Bald werde ich frei sein und ihr werdet derjenige sein, der am Pranger steht. Oder gar Schlimmeres. Ja, Otto weiß, dass Cornelius Strohlehm mit den Schwarzwald unter einer Decke steckt. Genau. Was kann ich für euch tun? Es ist schön, euch kennenzulernen, Dudaka. Ich habe gesehen, dass ihr Otto befragt habt. Bedeutet dies, dass die Gerüchte wahr sind? Ja, ich glaube eure Warnung. So etwas gab es noch nie, aber alle Zeichen deuten darauf, dass die Schwarzwolds uns angreifen wollen. Aber wie sind sie dazu nur in der Lage? Wenn Farnbach euch nicht glaubt, dürft ihr ihm gerne sagen, dass ich es zumindest tue. Genau, er denkt auch, dass Archid in Gefahr ist. Und mal gucken, was der alte Hammel dazu sagt. Wie könnt ihr das sagen? Cornelius Strohlehm ist mir gegenüber schon seit seiner Zeit als kleiner Junge loyal. Ja, genau. Brauch ich ja nicht vorlesen. So ungefähr das hat er ja gesagt. So. Es wäre wohl ratsam, eurer Behauptung nachzugehen. Genau. Ich werde Cornelius Strohlehm lebenslange Treue nicht anzweifeln, wenn es keine Beweise zum Gegenteil gibt. Aber wenn ihr und Hugo mit eurem Vermutung recht habt, wird dies für uns zu einer äußerst schlechten Situation werden. Ja. Karl Schüsslings Hof befindet sich südlich von hier, nahe dem Tor zur Stadtschlucht. Nahe dem Tor zur Stadtschlucht. Wenn etwas im Arge liegt, wird er davon wissen. Ja, dann reden wir doch mal mit ihm. Oh, guck mal hier, Selandine hat auch noch eine Aufgabe. Andi sieht heute so anders aus. Als letzte Nacht. Wenn ich ihn ansehe, scheint es, als wäre er nur noch ein Schalter, ein Schatten, als wäre er gar nicht wirklich da. Da läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Ich habe gesehen, wie Streicher eine Salbe aus Königskraut für seine Wunden gefertigt hat. Aber mein Mütterchen hatte immer ein anderes Heilmittel parat. Wenn sich mal ein junger Brandybock ein hässlicher Splitter eingezogen hat. Süßen Blaubeertee. Gestern Nacht habe ich an den Gewässern östlich von hier Blaubeeren gerochen. Also müssen die gerade reif sein. Ich würde so gern einen Tee für den armen Amdi zubereiten. Jo, dann sammeln wir doch mal Blaubeeren. Mal gucken, was der blöde Hund von uns will. Ich habe Hunger! Ah, ja, wie nicht anders zu erwarten, hat er natürlich als typischer Hobbit Hunger. Ich habe seit dem Frühstück keinen Bissen mehr bekommen und bin am Verhungern. Sie haben mir nur etwas lausiges Brot mit Marmelade gegeben. Hattet ihr etwas Besseres?
Ich würde alles geben, um etwas Richtiges essen zu können. Ich glaube, ich habe noch nie so schlecht gegessen. Wenn ihr mir etwas Richtiges zu essen bringt, wie Fleisch, werde ich euch reichlich belohnen. Wenn ihr euch beeilt, werde ich sogar die Reste mit euch teilen. Ach ja. Na, dann suchen wir mal ein bisschen Keilerfleisch. Aber bevor wir das machen, gehen wir hier gerade nochmal schnell das Zeug verkaufen. Nee, erst die Schuhe austauschen, genau. Das haben wir ja alle schon entsprechend ausgetauscht. Was kann ich für euch tun? Die scheint ja sehr nett zu sein, dann nehmen wir doch die und verkaufen das. Ja, so, und dann sprechen wir noch, wie man das immer so bei Online-Spielen machen sollte, nach jedem Level-Up mit unserem Ausbilder. Uhuhu. Ich grüße euch. Ah, Hohn des Hüters, genau, da kommt das versprochene gelbe Gambit hinzu. Und damit wir das Rot-Gelb-Grün in der richtigen Reihenfolge haben, genau, anstacheln. Und jetzt sehen wir hier, was ich mit Kombination meinte. Jetzt kommt es nämlich nicht mehr darauf an, dass man nur Gelb-Gelb, Rot-Rot oder Grün-Grün drückt, sondern jetzt kommt auch schon Rot-Grün hinzu. Genau, das kann ich mal eben hier an der Puppe demonstrieren. Rot-Grün und zack, Stiefel, genau. Gelb-Gelb geht auch. Ihr seht, der Hüter schreit schon sehr viel durch die Gegend. Genau, und wir müssen jetzt, was sagt die Karte, genau hier unten hin, zu Schößlings Hof. Das machen wir auch gleich. Und das wird ein etwas längerer Marsch. Zum Glück gibt es ja später Pferde und der Hobbit, beziehungsweise der Hüter, kriegt später auch noch ein, ja, eine Fähigkeit, mit der er schneller rennen kann, die aber dann, wenn es in den Kampf geht, ein wenig nachteilig ist. Genau, ja. Ah, komm, wir testen mal hier gerade einen Schrei an diesem Wölfchen. Ja, funktioniert doch ganz gut. Also, entweder hat der Hobbit Mundgeruch oder es verwirrt den Wolf einfach nur diese laute Stimme, die er aus dieser kleinen Kreatur nicht erwartet hatte. Ja. Genau. Na nun, da sitzt ein Spion im Gebüsch, solange er mich nicht angreift, ist ja alles Paletti. Genau. Wie gesagt, ich kenne das Ganze hier schon, weiß, wo ich hin muss, wo ich mit wem quatschen muss. Das wird sich später ändern. Das dauert aber noch einige Level. Genau, bis dahin wird es bestimmt schon das nächste Add-on Reiter von Rohan geben, was jetzt auch schon angekündigt wurde, was man sich vorbestellen kann. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Karl, ihr seid fremd hier, was? Ihr seid das Beste, das uns heute widerfahren ist. Oh, das Kompliment habe ich heute noch gar nicht gehört. Genau, dann nehmen wir doch unsere mal unsere größte Hoffnung beruht auf Hilfe von unseren Nachbarn aus Schlucht. Sie werden Archit nicht in die Hände von Räubern fallen lassen. Archit. Ja, ich würde das Archit aussprechen, das werde ich auch weiterhin so machen. Genau. Ein paar Schwarzwolte haben uns heute Morgen angegriffen, aber wir haben sie in die Flucht geschlagen. Wir benötigen Hilfe aus Schlucht der nächsten Stadt. Sie liegt südwestlich von hier, nur eine kurze Reise entfernt. Sie müssen sofort ihre Soldaten nach Archit schicken, um den Überfall zu verhindern. Bitte beeilt euch, ich befürchte, die Schwarzwold wollen schon heute Nacht angreifen. Die Straße wimmelt nur so vor Räubern, aber ich bete, dass ihr es dennoch sicher nach Schlucht schafft. Ja, mal gucken. Ah, der Knecht hat auch noch was. Den Umhang sehen wir ja selber. Wir haben den, den wir schon vorher vom Spiel bekommen haben. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Mein Vater und die anderen Knechte sind den Schwarzwolds nach dem Angriff auf unseren Hof gefolgt. Ich glaube, die Schwarzwolds hatten nicht erwartet, dass wir uns so stark verteidigen würden, nachdem sie uns überrascht hatten. Es waren nicht viele, aber ich habe sie noch nie zuvor so waghalsig erlebt. Das Problem ist nur, dass sie noch nicht zurück sind. Sie sind nach Osten gelaufen und haben die Schwarzwolds in den Wald getrieben. Das ist jetzt aber schon Stunden her. Ich mache mir solche Sorgen. Könntet ihr sie suchen? Könntet ihr sie suchen gehen und sie sicher zurückbringen? Ja. Sofern sie noch leben, mache ich das doch gerne. Na, guck mal, da läuft eine Wutz. Die nehmen wir doch mal mit. Weil, na, die müssen wir ja sammeln. So, und genau, das erste Keilerfleisch auch schon eingesammelt. Da ist auch schon die nächste Wutz. Gucken, was
ist der Stiefel zurückzukommen. Boah, das geht doch. Aber da kommt späteres noch besseres hinzu. Späteres, später noch besseres hinzu. So. So, und dann nehmen wir auch noch die letzte Wurzel mit. Oh, zwei angelockt. Naja. Nicht so schlimm. Das ist die Fähigkeit, haben wir noch nicht. Habt ihr ja gerade gesehen. Aber gut. So. Na, siehst du mal, die eine hatte sogar gar nichts an Fleisch abzugeben. Wahrscheinlich noch zu merklich. Gut, jetzt sind wir hier schon fast bei Schlucht. Und, nanu, Schwarzholz. Versperren uns den Weg. Haha, wolltet ihr die Einwohner von Schlucht euch helfen? Ihr habt also Angst vor den Schwarzholz? Ja? Nein, eigentlich nicht. Rennt besser nach Hause, ihr kleiner Narr. Einen schönen Tag noch. Tö? Es wird euer letzter sein. Muah. Ja, wenn ihr das sagt. Ich glaube zwar eher, es wird euer letzter sein, aber das werden wir ja sehen. Genau, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja. Jetzt laufen wir wieder zurück zu dem schönen, nicht schönen, zu dem Karl Schüssling meine ich natürlich, zu dem schönen. Schlecht sieht er natürlich auch aus, aber mein Typ ist ja ehrlich gesagt nicht. Genau, ich glaube, es gibt auch keine Ehen in Herr der Ringe zwischen Menschen und Hobbits. Das darf nicht sein! Ich muss Schwarmbach sofort eine Nachricht senden! Meine Männer sind erst gestern wegen einer Lieferung nach Schlucht gereist. Das sind schlechte Nachrichten, Dudaka. Der Hauptmann muss sofort erfahren, was hier vor sich geht. Hier nimmt diese Nachricht für Schwarmbach. Er kennt meine Handschrift. Er wird euch von Glauben schenken. Er wird euch Glauben schenken. Na, hoffentlich. Wenn der alte Knausel uns jetzt endlich mal glauben würde, wird das Ganze auch endlich weitergehen. So, jetzt begeben wir uns noch auf die Suche nach den vermissten Knechten. Und da liegt auch schon einer. Und ich glaube nicht, dass der ein Nickerchen in der Sonne macht. Weil würde er in Schatten gehen wollen, müsste er sich ein wenig nach links oder rechts bewegen. Ja, der scheint auch tot zu sein. Den leblosen Körper untersuchen wir jetzt mal und finden, dass er von einem Schwarzholz getötet wurde. Ah ja. Da liegt auch schon der nächste. Wo liegt denn der dritte? Oder waren es nur zwei? Nein, es waren drei. Genau. Oh, und da sind Heidelbeerstrauch. Sollten wir nicht Himbeeren kaufen? Himbeeren oder Heidelbeeren? Blaubeeren steht hier. Blaubeeren sind an einem Heidelbeerstrauch. Ob das so mit rechten Dingen geht, ich weiß es nicht. Wir finden eine Handvoll Blaubeeren. Ich bin kein Gärtner, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich würde jetzt Blaubeeren erstmal an einem Blaubeerstrauch und nicht an einem Heidelbeerstrauch suchen. Solltet ihr das anders sehen und solltet ihr wissen, ob man Blaubeeren wirklich an Heidelbeersträuchen findet, schreibt das doch in die Kommentare unter das Video. Können wir uns darüber austauschen, was richtig und was falsch ist. Aber wie gesagt, ich würde die erstmal nicht dort suchen. So, jetzt hier die letzten Blaubeeren nehmen. Ach du blöder Fatze. Mist. Der hier ist gar nicht. Genau so. Ja, es kommt davon, wenn man normalerweise schon einen etwas größeren Hüter spielt. Genau. Das Ferkel macht uns gar nichts. Da oben ist noch ein Ring. Da liegt wahrscheinlich der letzte, dritte, wie auch immer. Der aber komischerweise gar nicht auf der Karte vermerkt ist. Wurscht. Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Konnte man hier nicht früher noch irgendwas anderes? Es wird zu dunkel. Wer hat das Licht ausgemacht? Es sind so dunkle Wolken über das Lager auf. Früher konnte man hier schon einen Eintrag fürs Buch der Taten mitnehmen. Das geht anscheinend nicht mehr.
Irgendwie dachte ich, das würde noch gehen. Naja, gut. Und hier war früher auch ein kleiner Mini-Boss, den man besiegen konnte. Für eine Quest, die gibt es auch nicht mehr. Schade drum, ich habe das immer gern gemacht. Aber gut, ja, dann gehen wir mal zurück zu Schüsslings Hof und überbringen ihm die Nachricht, ey Alter, deine Knechte sind platt. Ob die jetzt, ja doch, die wurden von Schwarzholz gekillt. Ist natürlich keine so erfreuliche Nachricht. Und mal gucken, was er dazu sagen wird. Wenn er denn überhaupt das sagen wird. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nein, das kann nicht sein, mein armer Vater. Und die anderen, nein, das kann nicht sein, es darf nicht sein. Willi schließt seine Augen und ist für einen ganzen Moment still. Aber nach einer langen Pause öffnet er wieder die Augen. Ich werde meine Rache an den Schwarzwolz bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Archid wird niemals in die Hände dieser mörderischen Unholde fallen. So, jetzt können wir uns hier noch was Nettes aussuchen. Ich bin dafür, wir nehmen wieder den Speer, weil der Hüter ist der Einzige, der Speere tragen kann. Genau. Mal gucken, was steht denn hier in diesem Briefchen? Lieber Hauptmann Farnbach, mein Hof wurde heute Morgen von Schwarzholz angegriffen. Sie sind organisiert und bewaffnet. Ich habe es mit der Hilfe meiner Männer geschafft, sie zurückzuschlagen. Aber hier sind dunkle Mächte am Werk, wie ich sie bisher noch nie gesehen habe. Sie haben die Straße nach Schlucht blockiert. Wir können nicht weg und es kann keine Hilfe zu uns durchdringen. Ich bitte euch, bereitet euch auf einen ernsthaften Krieg vor. Dies sind nicht die Raufbolde, die wir kennen. Na, das hört sich ja nicht so erfreulich an. Genau, ja, dann ziehen wir mal wieder los Richtung Archet, um dem Hauptmann Farnbach diese Nachricht zu überbringen. Damit sollten wir dann auch Level 5 erreichen und einen neuen Titel erlangen. Genau, weil wir bisher nicht gestorben sind. Und ich hoffe, das passiert jetzt nicht noch in den letzten Minuten. Das wäre blöd. Wir haben noch ein wenig Zeit. Nicht mehr viel, aber ein wenig haben wir noch. Genau. So, weiter geht's. Oh, da kommt uns eine Kundige entgegen, die einen Raben dabei hat. Das ist der erste Gefährte, den ein Kundiger sich herbeirufen kann. Der Hüter kann leider keine Gefährten zu sich rufen, später den Scharmützelbegleiter, aber der kostet Shop-Punkte, genau, die man sich ja, wie gesagt, im Spiel erfarmen kann, oder man kauft sie sich eben, ist ja das alte Spielchen, entweder man zahlt mit Geld oder Zeit. Ich versuche, die kostenlose Variante hier zu spielen, wie gesagt, ich habe ja das Lifetime-Abo kann ich jetzt schlecht kündigen, das würde ich niemals machen. Und deswegen habe ich hier schon ein paar kleine zusätzliche Dinge. Und ja, wir geben hier mal unsere Wunderbar. Quest ab. Das wird Arm dir bestimmt aufheitern. Genau, gebt mir nur einen Moment, ich werde die Barrieren in heißem Wasser ziehen lassen. So, Level 5. Durch diesen Tee wird sich Armdir besser fühlen, da bin ich mir sicher. Genau, er erinnert mich immer noch an mein Mütterchen, auch wenn sie schon lange nicht mehr am Leben ist. Sie hat den Tee immer für mich gekocht, wenn es mir schlecht ging. Es war wirklich lieb von euch, die wilden Bären für mich zu sammeln. Also werde ich nicht den ganzen Dank allein annehmen. Warum bringt ihr Armdir nicht diesen Tee? Dann kann er euch selbst danken. Stellt sicher, dass er auch alles austrinkt. So. Und du, mein lieber Mundo. Zumindest kann ich vorerst etwas darauf herumkauen. Hurra, ihr habt mir Schnitzel gebracht. Oder Speck. Oder vielleicht Würste. Ach, egal. Ich mache einfach von jedem etwas. Mundo wiegt das Fleischpaket in seine Hand. Da werde ich ja eine Weile etwas zum Kauen haben. Hoffentlich reicht das auch aus, bis ich wieder nach Hause gehen kann. Ob das ausreicht, glaube ich zwar eher weniger bei dem Hobbit. So, hier haben wir den versprochenen Titel. Dodaka, der Wachsame. Den machen wir doch auch mal an. Kann ich zeigen. Hurra. Was habe ich getan? Genau. Farnbach liest den Brief von Karl Schüssling mit leerem Gesichtsausdruck. Er liest ihn ein weiteres Mal und wendet sich euch erst dann zu. Ich war ein solcher Narr. Was habe ich nur getan? Wir nehmen die Rüstung mit einem Zwanzig mit. Ich kann gar nicht glauben, wie sehr ich mich geirrt hatte. Hier wurde mir eine Nachricht geschickt, die beantworte ich gerade mal. Im Account verschicken. Ja, das geht. Das geht später.
mit dem gemeinsamen Bankfach. Ist auch günstiger. So, damit haben wir das auch beantwortet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie falsch ich gelegen habe. Ich habe Cornelius Strohlehm vertraut und seinen Rat eine lange Zeit lang gefolgt. Selbst nachdem mein eigener Sohn mich zu warnen versuchte, dass er ein doppeltes Spiel spielt. Mein Sohn John ist ein guter Jäger, aber er hat seit mehr als 3 Jahren keinen Fuß mehr in diese Stadt gesetzt. Er wird mir nie für die Dinge vergeben, die ich ihm an den Kopf geworfen habe. Oh, was bin ich nur für ein Narr. Ich habe ihm gesagt, er wäre in Arschid nicht willkommen, bevor er nicht aufhöre, sich wie ein eifersüchtiges Kind zu verhalten. Jetzt sind er und seine Jäger unsere einzige Hoffnung. Aber was kann ich nur tun? Er verdient es nicht, noch weiter in meine Dummheiten hineingezogen zu werden. Nein, Arschid muss diesen Sturm ohne Hilfe überstehen. Fragen wir mal Streicher, was wir tun sollten. Jo, richtig. So, ich hoffe, damit hat sich das mit den Fragen auch geklärt. Genau, haben wir hier deinen Tee? Ich danke euch, aber mein Magen würde diesen Trank jetzt nicht vertragen. Riecht der Tee nach Blaubeeren? Das war sehr lieb von Zellandine und auch von euch, die Zutaten für sie zu sammeln. Darum tut es mir schrecklich leid, aber ich kann ihn jetzt nicht trinken. Ich fühle mich nicht gut genug dazu. Ich werde so tun, als würde ich ihn trinken. Sagt Zellandine bitte, dass er mir sehr gut geschmeckt hat. Bitte lasst sie nicht wissen, dass ihre lieben Bemühungen umsonst waren. Ja gut. Hamdi tut nur so, als trinke er den Tee. Er sieht noch blasser aus als zuvor. Verzagt nicht. Ihr habt euch gut geschlagen. Verzweifelt nicht, Dodakar. Ihr habt unglaublich gute Arbeit geleistet. Sogar bessere, als ich es gekonnt hätte. Ihr habt das Vertrauen von Hauptmann Farnbach gewonnen. Ihr müsst entgegen seines Wunsches mit seinem Sohn John sprechen. Ich muss bald abreisen und Arschid kann alle Hilfe gebrauchen, die es kriegen kann. Auch wenn der Stolz eines Vaters auf dem Spiel steht. Ich bin mir sicher, dass ihr es schaffen werdet, die Jäger zu überzeugen und dieser Stadt damit noch eine faire Chance zu geben. Ich muss mich allerdings beeilen. Amdi versichert mir, dass er nur etwas Ruhe braucht. Na, wenn dem so ist. So, Zellandine. Geht es ihm durch meinen Tee besser? Ich wusste, dass er helfen würde. Naja, mit Blaubeertee geht es mir auch immer gleich besser. Und ich wusste, dass er besonders süß werden würde, wenn wir ihn zusammen brühen würden, Dodaka. Amdi wird schon bald wieder auf den Beinen sein. Er ist ja so tapfer. Ja, genau. So, jetzt haben wir hier verschiedene Ringe bekommen. Genau, welchen nehmen wir denn noch zu uns? Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Oh, lecker Essen, ein paar Pilze, kann man auch immer gut gebrauchen. Und die Hose brauchen wir natürlich auch, genau. So, weiter geht's. Dadurch, dass wir jetzt Level 5 erreicht haben, gucken wir nochmal beim Ausbilder vorbei. Ich bin zwar sicher... Ich grüße euch. Er hat nichts, da lag ich auch richtig. Genau, und schon geht's hier weiter. Und, falls ihr euch wundert, warum der Mauszeiger jetzt verschwunden ist, das liegt daran, dass ich den Charakter gerade mit der Maus steuere. Und deswegen verschwindet da immer der Mauszeiger. Guck, da ist er wieder. Genau. Und jetzt gehen wir mal runter zur Jagdhütte. Und gucken, was uns da für Aufgaben erwarten. Ja. Weit ist der Weg ja nicht. Es ist nur schwer, was man jetzt noch sagen könnte. Also hier im Intro ist es, ja, normalerweise ist man durch das Intro eigentlich in einer guten Stunde durch und dann kann man auch in die offene Welt, wie ihr ja gesehen habt, nach Schlucht können wir nicht. Das ist blockiert durch die Schwarzwoldräuber und mal gucken, was uns jetzt der gute John Farnbach zu sagen hat. Und sobald er das getan hat, müssen wir dann auch schon wieder aufhören mit der zweiten Folge. Das ist durchaus schade. Aber demnächst wird es dann auch die dritte Folge geben und so weiter. Genau. Mal gucken, was der Gute uns zu sagen hat. Wir gehen hier mal rein. So. Ah, Nathan Flüsterwind. Flüsterwald meine ich natürlich. Ich vermute, dass ihr schlechte Kunde aus der Stadt bringt.
Genau, ich habe alles aus der Ferne beobachtet. Der Himmel hat sich schrecklich verdunkelt und es liegt ein Schatten der Unruhe über Arschid, über den Einwohnern wie auch den Tieren und Bäumen. Lasst mich raten, mein Vater hat nicht die Weisheit, um all dies zu bemerken. Aber also habt ihr von seinem verwandten Sohn gehört und seid gekommen, um ihn um Hilfe zu bitten. Also los, raus damit. Ich möchte hören, was ihr zu sagen habt. Die bessere natürlich. Cornelius Strohlehm hat letztendlich sein wahres Gesicht gezeigt. Genau, Cornelius Strohlehm hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Ich wusste, dass er sein böses Herz hat. Aber mein Vater ist einfach zu gutgläubig. Er denkt nicht gerne schlecht über andere Leute. Seine Ignoranz hat mich schwer getroffen. Aber er ist ein guter Mann. Also um eure Frage zu beantworten, ja, ich werde Arschid um Hilfe eilen. Ich selbst und meine Freunde auch. Ich bin ein Jäger und erfahrener Krieger von meinem Vater, wie im Hauptmann selbst trainiert. Und ich würde lieber sterben, als untätig herumzustehen, wenn garstige Räuber ein anständiges Volk überfallen. Lasst uns sehen, was noch zu tun ist, bevor der Stürmer bei uns hereinbricht. Während ich meine Krieger und Waffen sammle, solltet ihr euch in der Lage der in das Lager der Schwarzwolds schleichen und ihren Plan über den Überfall heute Nacht herausfinden. Genau, das machen wir dann auch, aber nicht mehr heute. In diesem Let's Play hören wir jetzt erstmal auf. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann!